Also ich freue mich erstmal sehr, dass meine Amtszeit mit diesem Demografiekongress gestartet ist, weil es liegt mir sehr am Herzen, den demografischen Wandel gemeinsam mit so vielen Partnerinnen und Partnern zu gestalten. Und die Demografiestrategie hier im Land Rheinland-Pfalz, der Landesregierung, die ist wirklich einzigartig, wenn wir uns umschauen in den anderen Bundesländern. Rheinland-Pfalz hat ja eine ganz klare Vorreiterrolle und unser oberstes Ziel ist es, dass wirklich alle Generationen gut miteinander in allen Regionen leben können. Wir haben 4 verschiedene Handlungsfelder skizziert, von der Bildung über das Miteinander der Generationen bis hin zur Infrastruktur und den Kommunen, wo wir ganz konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen wollen, um dieses große Ziel, das Zusammenleben, das gute Zusammenleben zu erreichen. Wir wollen den demografischen Wandel so weit wie möglich beeinflussen. Und zum Zweiten wollen wir seine Auswirkungen aktiv und partnerschaftlich mit vielen anderen gestalten. Also einerseits tun wir alles, was nötig ist, um familien- und kinderfreundliche Politik zu machen, um gezielte Zuwanderungspolitik zu unterstützen. Und natürlich wollen wir vor allem, dass die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen, die Jungen, sagen, ja, wir wollen hier Beruf und Familie miteinander vereinbaren, wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass das auch geht, dass auch die Zeit dafür ist, dass wir gute Bedingungen dafür haben. Wenn Sie zusammen Land definieren, da gibt es ein schönes Logo, nicht? Da ist ja links das Kind und rechts der Mensch mit dem Krückstock quasi und dazwischen die Familien. Da geht es ja darum, wie können wir die in der Industriegesellschaft ja auch zum Teil zerstörten, intergenerativen, ich sag mal, Energieflüsse wiederherstellen, nicht? Und das tun Menschen ja teilweise auch selbst. Also wir erleben ja heute, dass quasi der intergenerative Zusammenhang anders als es in den Medien dargestellt wird, so gut ist wie nie. Also so viel Oma-Zeit wurde noch nie für Enkel eingesetzt wie heute. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Enkel ihre Großeltern ja viel länger erleben. Ich sage, oder das ist quasi hier der Versuch der Provokation im Sinne von Hervorrufen einer anderen Fantasie, Alterung gibt es gar nicht. Sondern wenn wir Alterung beziehen auf das jeweilige Lebensalter, werden wir immer jünger. Alter bedeutet in den jeweiligen Abschnitten des Lebens immer etwas Verschiedenes. Und wir alle wissen, dass es auch in der subjektiven Wahrnehmung von Menschen so einfach nicht mehr ist. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kenne ganz viele früh vergreiste 18-Jährige und äußerst pubertäre 70-Jährige. Am meisten beeindruckt hat mich sicherlich der Vortrag von Herrn Hawks, ja, der nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass eben der demografische Wandel keine Katastrophe ist, sondern dass sich daraus viele Chancen ergeben und dass es an uns eigentlich liegt, dass wir diese Chancen nutzen, dass wir diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dann einfach ummünzen in gute Dinge, die damit einhergehen. Es ist vor allen Dingen Kommunikation und nicht nur Geld. Ja, und es ist nicht mehr nur Kommando, tut das und das, sondern es ist Partizipation. Wie kriegt man Menschen zu Sprachrohren? Wie kriegt man sie aus ihrer Passivität raus? Motivation. Also im Grunde genommen das, was wir alle in der Wirtschaft schon seit 20, 30 Jahren erleben, wie motiviert man Mitarbeiter, ist für die Politik heute die Frage, wie motiviert man Bürger. Wir haben eine gemeinsame Erklärung heute hier auch verabschiedet mit ganz vielen Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft, den Gewerkschaften, den Kirchen, den Wohlfahrtsverbänden, der Pflege, die alle gesagt haben, wir wollen dieses Zusammenland Rheinland-Pfalz. Wir arbeiten zusammen an der Gestaltung des demografischen Wandels und da ist noch Luft nach oben. Ich würde mich freuen, wenn noch ganz viele Beteiligte sagen, ja, wir sind dabei, wir begreifen den demografischen Wandel als Chance und unterzeichnen diese Erklärung noch mit. Man findet Sie auf der Seite des Demografieministeriums und ich hoffe auf möglichst viele Beteiligte.